Hallo meine guten Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Journey. In der letzten Folge haben ich und mein Begleiter den Turm erklommen und sind nun in der kalten Schneelandschaft gekommen, die uns langsam unsere Kräfte raubt. Unser Begleiter ist schon vorgegangen. Oh nein, hört ihr das? Schon wieder sind Drachen hier. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen eine Einheit bilden, um nicht zu sterben. Hier wird nun eine weitere Prüfung uns aufgelegt. Wir müssen zusammenbleiben, nur so können wir unsere Reise gemeinsam erfolgreich beenden. Und ein gewaltiger Windsturm stellt sich uns in den Weg. Oh. Es muss ein riesen Kraftaufwand sein. Oh nein, unser Kollege ist zurückgefallen. Komm her. Müssen Richtung... Oh nein. Müssen uns zurückziehen. Jetzt können wir gehen. Hier muss mein Begleiter lernen, ein bisschen Geduld vielleicht zu haben mit seinen Taten. Denn sonst kann es böse für uns ausgehen. Ich kann ihn leichter einholen, wenn ich fliege. Bleiben wir erstmal hier hinten, damit wir unsere Kräfte füreinander aufladen können. Okay, weiter geht's. In die Kluft hinein. So. Was haben wir denn hier? Grabsteine. Und ab hier wird es wieder ziemlich riskant. Denn wir sind nicht alleine, leider. Oh, schaut mal. Ein Stoffdrache. Er hilft uns. Unser Ruf ist ziemlich schwach geworden. Wir haben nur eine Chance, wenn wir als Einheit zusammenarbeiten auf unserer Reise. Okay. Was haben wir denn hier? Eine Treppe, wie es mir scheint. Ob wir wohl da runter müssen? Wir wissen es nicht. Bleibt nur ein Weg. Hm? Ob wir wohl da runterspringen müssen? Nein, wir müssen wohl da hoch. Aber unsere Kräfte sind ziemlich erschöpft. Oh! Kleiner!
Wo sind wir wohl gelandet? Wir haben irgendwie unseren Weg verloren. Oh, da haben wir ihn. Gefunden. Unseren Weg. Es scheint, dass es auf jeden Fall Richtung Berg geht. Hier können wir noch ein bisschen unsere Kraft aufladen. Allerdings bezweifle ich, dass wir den richtigen Weg gehen. Gehen wir überhaupt den richtigen Weg? Bezweifle es. Wir sind einmal im Kreis rumgelaufen. Fantastic. Unser Begleiter kann nicht so weit fliegen wie wir. So. Das heißt, wir müssen nochmal an diesen Felsgrabstein vorbei. Nicht rausdrängen. Wir müssen zusammenarbeiten, um zu gewinnen. So. Unser Ruf ist schwach. Wo ist unser Begleiter? Er will damit ausdrücken, dass sie auf ihn warten sollen. Dann warten wir auf ihn. Weil der nächste Sturm ist schon wieder in Anmarsch. So. Ich werde schon mal schauen, dass ich den ganz hinten vielleicht erreiche. Was nicht einfach sein wird. Weil der nächste Sturm ist schon am Marsch. Ich warte noch ein bisschen auf ihn, aber er sollte sich schon ein bisschen beeilen. Unser Begleiter müsste eigentlich bald kommen jetzt. Ah, da ist er ja. Und wir wärmen uns gegenseitig. Und dadurch stellt sich auch die Energie in und bei unseren Schalen wieder her. Und diesmal gehen wir den richtigen Weg. Da bin ich mir ganz sicher. Und der Mond ist schon aufgegangen.
Frage ist nur, wo geht's lang? Vielleicht diesen Weg darauf. Und der Wind erleichtert unsere Aufgabe nicht wirklich. Ihr seht ja, welche Kraft die Untanam aufbringen müssen. Unser Begleiter ist jetzt schon fast am Limit seiner Kräfte. Was haben wir denn hier? Oh. Es scheint wohl eine Art Laterne zu sein. Eine Art Leuchtfeuer. Um unsere Kräfte zu tanken. Ein Hoffnungsschimmer, wie man auch so schön sagt. Okay. Eine bedrohlich aussehende Brücke. Total vereist. Das ist wohl die Treppe zu unserem Schicksal. Wo wird sie uns führen? Oh nein! In einen eisigen Schneesturm. Nun kommt wohl der härteste Punkt unserer Reise. Unser Ruf ist schwach. Oh. Arme Kreaturen. Ich bete nun, dass wir nicht von einem dieser Monster gesehen werden. Seht ihr da oben, was ich sehe? Wieder eins von diesen Felsendrachen, die wir schon aus der Ruine kennen. Und ich bin mir sicher, sie sind nicht auf Spaß ausgelegt. Wir müssen uns rechtzeitig immer Deckung suchen. Oh, ein Glück, der Drache hat uns nicht gesehen. Aber wir müssen aufpassen. Denn dass die Drachen uns sehen, haben wir ja gesehen. Das kann sehr schnell gehen. Ich warte lieber noch ein bisschen, um ein bisschen auf Sicherheit zu gehen. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir jetzt weiter Deckung suchen. Oh Gott, unser Ruf ist so schwach. Unser Begleiter sieht uns schon gar nicht mehr. Wir müssen weiter. Ich sehe eine Pflanze. Nein, ein weiterer Drache. Unser Freund sagt schon, komm, beeil dich, wir haben es fast geschafft. Oh nein. Der Schneesturm stellt sich uns in den Weg. Aber wir müssen es schaffen.
Nicht mehr viel. Oh nein. Der Lichtschwall kommt auf uns zu. Oh nein. Oh nein. Wir sind verwundet. Oh. Armer Kerl. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Der Drache hat uns angegriffen und hat uns einen großen Teil unseres Stoffs abgenommen. Wir haben dasselbe Schicksal erlitten wie unser Kumpel. Oh nein. Schon wieder ein Lichtschwall. Wir schaffen es. Komm, 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 komm. Großer. Oh, Gott sei Dank, er hat uns nicht bemerkt. Wir können es immer noch schaffen. Oh, komm schon, ich weiß, es ist schwer für dich, aber du musst durchhalten. Oh nein. Unser Freund. Auch er wurde angegriffen. Aber wir müssen es schaffen. Wir können jetzt nicht so kurz vor unserem Ziel aufgeben, Jetzt. Oh. Komm schon. Durch den Durchgang und geschafft. Da sind wir nun. Fast am Ziel unserer Reise. Irgendwer ruft uns. Stoffdrachen. Unser Ruf ist total geschwächt. Wir versuchen, mit ihnen Schritt zu halten. Haben wir es etwa geschafft? Unser Ziel ist nah, so wie es aussieht. Und da ist unser Freund. Unser Freund, der uns ab den Ruinen geholfen hat. Wir haben es geschafft, Kumpel. Aber unser Schal ist deutlich kürzer geworden. Wir schaffen es gemeinsam, Jetzt. Wir haben es fast geschafft. Unser Begleiter und ich haben diese Reise fast geschafft, oder? Oh nein. Oh. Ah. Wir müssen es schaffen. Komm da lang. Oh nein. Ich halte durch. Oh nein. Wie es aussieht, verlieren wir immer mehr Stoff. Oh, Junge. Wir rutschen die ganze Zeit ab. Aber wir dürfen nicht aufgeben, Jetzt. Wir sind so weit gekommen. Wir können uns ein bisschen wärmen, aber
bringt auch nur die halbe Kraft zurück. Komm, noch ein bisschen noch. Oh, mit unserem letzten Stückchen Kraft sind wir nun kurz vorm Ziel. Nein. Oh nein. Ein gewaltiger Schneesturm stellt sich uns noch entgegen. Jetzt haben wir nicht nur die Drachen gegen uns, sondern auch die Natur selbst. Aber solange wir gemeinsam da durchgehen, können wir es schaffen. Gott, wir werden hin und her geschleudert. Oh. Wir werden es schaffen. Komm schon, Kumpel. Wir schaffen das. Wir haben es nicht mehr weit. Oh, Junge. Das stellt wohl jetzt gerade unsere schwerste Prüfung dar. Aber der Sturm lässt langsam nach. Wir haben es geschafft. Oh, unsere Figuren sind beide so geschwächt. Ihr merkt schon, ihre Schritte werden immer schwerer. Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Und schaffen es. Es ist nicht mehr weit. Oh, ihre Schritte sind so träge. Sie können kaum noch einen Millimeter gehen. Aber sie halten durch. Ihr habt's fast geschafft, ja, oh nein, bitte nicht. Und wir liegen beide reglos am Boden. Ist diese Reise wohl schon zu Ende? Nein, das darf nicht sein. Wir liegen am Boden. Und die Weißen stehen um uns. Sie verschwinden langsam oder hören sie unseren Ruf? Stehen auf langsam. Unsere Schleife. Haben wir ihre Energie erhalten? Und wir fliegen los. Bahn unseren Weg ins Licht. Wir geben nicht auf. Sind wir im Himmel angelangt?
Aber ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Schlussstrich und sagen, wir sehen uns im Finale von Let's Play Journey. Ich bin Mahagon LP, bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!